Schönen guten Abend all jenen, die neu dazugekommen sind oder im Stream sind. Wir streamen ja jetzt das Abendpanel auch. Und auch ein herzliches Hallo, die schon den ganzen Nachmittag hier mit uns feministische Netzpolitik diskutieren. Für die, die mich jetzt noch nicht kennen und auch für die Menschen im Stream, mein Name ist Franziska Schmidt. Ich bin hier im Gunnar-Werner-Institut. Entschuldigung, jetzt wurde ich angewiesen, etwas zu lächeln, deshalb. Ich bin Referentin für feministische Netzpolitik hier im Gunnar-Werner-Institut in der Heinrich-Böll-Stiftung und habe die Veranstaltung organisiert. Wir haben heute bereits viele netzpolitische Themen mit feministischen Ansätzen und Politiken zusammengebracht und jetzt am Abend soll es um ein viel diskutiertes und auch kritisiertes Thema bzw. politisches Instrument gehen, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz oder liebevoll NetzDG. Dieses Gesetz soll digitale Gewalt bzw. Hate Speech da bekämpfen, wo sie stattfindet, auf den Plattformen der sozialen Medien. Wir werden sicherlich im Laufe des Abends merken, warum dieser Ansatz gerade in Bezug auf digitale Gewalt zu kurz greift. Aber für alle, die noch nicht wissen, was das NetzDG eigentlich ist, möchte ich es noch einmal kurz in seinen Grundzügen vorstellen. In Kraft getreten ist es bereits im Oktober letzten Jahres. Nach einer Übergangsfrist ist es jetzt sozusagen seit dem 01.01.2018 so richtig aktiv. Und das Gesetz verpflichtet kommerzielle soziale Plattformen bzw. Netzwerke mit mindestens 2 Millionen in Deutschland registrierten NutzerInnen, offensichtlich rechtswidrige Inhalte innerhalb von 24 Stunden zu löschen und jeden rechtswidrigen Inhalt innerhalb von 7 Tagen zu löschen. Was jetzt offensichtlich rechtswidrig und was nur rechtswidrig ist, entscheidet die Plattform oder muss die Plattform entscheiden, denn es drohen hohe Bußgelder von bis zu 5 Millionen Euro. Um welche Straftatbestände es sich überhaupt handelt, also was ganz genau geahndet werden soll, legt das Gesetz natürlich auch fest. Insgesamt sind es 21. Mit diesen 21 will ich Sie jetzt hier gar nicht langweilen, aber es gehören auf jeden Fall dazu der Straftatbestand der Volksverhetzung, der Beleidigung oder eben auch der landesverräterischen Fälschung. Doch müssen die Plattformen nicht nur fix löschen, sie müssen auch einen Zustellungsbevollmächtigten in Deutschland benennen, was eine eigentlich gute Sache ist. So kann nämlich die Staatsanwaltschaft auch mal Post zu den Plattformen schicken und auch zivilrechtlich kann man dann eher mal seine Unterlassungsklagen loswerden. Und das wird sicherlich heute auch angesprochen werden. Die Unternehmen müssen halbjährlich Transparenzberichte vorlegen, wie sie mit Beschwerden über rechtswidrige Inhalte umgehen. Die sind jetzt leider noch nicht da, aber vielleicht gibt es sozusagen schon Tendenzen zu benennen. Wir möchten heute gern diskutieren, wie sinnvoll das NetzDG im Falle von digitaler Gewalt überhaupt ist. Hilft es Betroffenen oder müssen wir nicht gar einen ganz anderen Weg gehen? Denn wir wissen, dass digitale Gewalt in bestehende Diskriminierungsstrukturen der Offline-Welt eingebettet ist. Reicht für deren Abbau ein Gesetz, das die strukturellen und systematischen Dimensionen der Diskriminierung von mehrheitlich Frauen, Frauen of Color, schwarze Frauen, LGBTIQ-Personen kaum erfassen kann? Welche Alternativen müssen wir diskutieren? In welchem Kontext müssen wir Handhabungen gegen digitale Gewalt stellen, denen des Strafvollzugs oder denen der Generierung medienkompetenter Praktiken und ethischer Codes? Dazu gehören natürlich auch die großen diskursiven Linien. Wie hängt das Gesetz mit der Frage kapitalistischer Durchdringung des Internets in Gänze zusammen? Ist es geeignet, um das Internet als Katalysator von Rechtspopulismus und hetzerischer Rede zu bändigen? Mit dieser ganz kleinen Rahmung möchte ich jetzt gerne an das Podium übergeben und freue mich, dass Laura Sophie Dornheim hier direkt zu meiner Linken und ihrer Rechten, digitale Strategin, promovierte Feministin und professionelle Adblockerin, die Moderation übernommen hat. Ich danke und wünsche einen erfolgreichen Abend. Vielen Dank, Franziska, für die umfassende Einführung nochmal. Ich starte natürlich erstmal, indem ich dieses hochkarätige Panel vorstellen darf. Ich freue mich sehr, dass wir so viele Expertinnen zu dem Thema gewonnen haben. Zu meiner Linken sitzt Sabine Franke. Sie leitet bei Google seit 2012 den Bereich Regulierung, Verbraucher und Jugendschutz als Juristin. Ein zweiter ist Katrin Ganz, promovierte Sozialwissenschaftlerin an der TU Hamburg in der Forschungsgruppe Arbeit, Gender und Technik zu finden derzeit. Katharina Mosene ist auch Politikwissenschaftlerin und unter anderem Mitgründerin von Netzformer, dem netzfeministischen
Verein, der sich eben um Netzpolitik aus dieser Perspektive kümmert und hat unter anderem auch ein spannendes Projekt namens Publixfair begleitet, von dem wir später vielleicht nochmal kurz hören. In Blau Tabia Rössner, Journalistin, aber seit 2009 auch für die Grünen im Bundestag und seit dieser Legislaturperiode netzpolitische Sprecherin der Fraktion. Last but not least, Elke Steven, promovierte Soziologin und Journalistin und heute hier als Geschäftsführerin der Digitalen Gesellschaft e.V. Ja, das NetzDigi. Heiko Maas hat es kurz vor der Wahl noch durchgepeitscht. Sascha Lobo nennt es ein PR-Gesetz. Dementsprechend Markus Beckedahl moniert, dass es rechtsstaatliche Aufgaben an Konzerne auslagert. Das haben die Männer zu sagen. Ich bin ganz froh, dass wir heute Abend mal gucken, was wir dann als Frauen zu diesem Thema sagen. Ich würde gerne gleich einsteigen mit einer kurzen Bestandsaufnahme. Wir haben ja gerade gehört, seit 6 Monaten ist das Gesetz jetzt scharf geschalten, seit einem halben Jahr. Ich kann vorab schon mal ein bisschen spoilern. Wir haben keine Verteidigerin des NetzDigi auf dem Panel, aber ich glaube, wir haben trotzdem eine Vielfalt an Meinungen. Und was mich als erstes interessieren würde, ist vielleicht einfach mal reihum ein kurzes Statement, wie sich in diesem halben Jahr die Meinung zu diesem Gesetz möglicherweise verändert, noch verschlimmert hat oder was sonst momentan man einen Status Bestandsaufnahme nennen könnte. Genau, wir fangen mal mit Google. Genau, ich würde jetzt einfach mal in die Reihe durch. Und natürlich ist die Konzernperspektive eine sehr spannende. Ja, wie stellt sich es für euch dar? Wie ist der Umgang? Also wir haben das Gesetz von Anfang an kritisiert und nicht die Zielsetzung. Ich glaube, bei der Zielsetzung sind wir uns hier auf dem Panel alle einig und wir wahrscheinlich hier im Saal auch alle einig, dass es wichtig ist, Zeichen zu setzen gegen Hass und Gewalt in der Gesellschaft, aber auch das, was wir verstärkt natürlich in Online-Medien auch erfahren haben in den letzten paar Jahren, glaube ich, muss man sagen. Wir sind nicht einverstanden mit der konkreten Ausgestaltung des Gesetzes, weil die Zielstellung eben nicht erreicht wird aus unserer Sicht. Wir haben dennoch gesagt, als das Gesetz eingesetzt wurde, wir versuchen es bestmöglich umzusetzen. Und zwar nicht nur nach dem Wortlaut des Gesetzes, sondern was wir dachten auch nach der eigentlichen Sinngebung. Wir haben immer schon Formulare gehabt, wo Nutzerinnen uns Inhalte melden konnten, wo sie glauben, dass sie strafrechtsrelevant sind, neben der Beschwerden gegen Community Guidelines. Also das, was das Gesetz jetzt vorschreibt mit den rechtlichen Formularen, das hatten wir immer schon. Das waren getrennte Wege. Und wir haben gedacht, ist das so sinnvoll für Leute, irgendwie den zweiten Weg zu finden? Ist es nicht eher unsere Aufgabe, die Prozesse zusammenzubinden? Und das haben wir gemacht. Das ist eine Klingt jetzt so einfach, aber man kann sich, glaube ich, vorstellen, dass es eine riesige Diskussion im Unternehmen war, weil es nicht nur heißt, dass das Frontend sich komplett verändert hat, sondern das Backend natürlich genauso. Ne? Es sind unterschiedliche Teams gewesen, die haben wir jetzt sozusagen auch zusammengezogen. Also das ist das, was sich am konkretesten bei uns verändert hat. Das, was wir feststellen, ist, weil wir es den Leuten so einfach gemacht haben, uns Hinweise zu geben, wir sehr viel mehr rechtliche Beschwerden erhalten jetzt, als wir es früher hatten. Sehr viele von denen sind aber aus unserer Sicht völlig unsubstantiiert und haben nichts mit dem zu tun, sozusagen auch nur annähernd strafrechtsrelevant ist. Die Details erzähle ich dann gerne in 4 Wochen. Wir sind gerade noch in der Auswertung. Aber die Kritik, die wir eigentlich hatten, bleibt bestehen. Das wird sich aber anhand der Transparenzberichte vermutlich gar nicht zeigen. Nämlich, dass die Meinungsfreiheit leise sterben wird. Dass die Grenzfälle und Graufälle, die es eigentlich im Netz geben muss und die sozusagen so eine Diskussion und Debattenkultur ja auch ausmacht, die werden wir vermutlich nicht sehen und wir können auch gar nicht nachvollziehen, welcher Inhalt hätte eigentlich stehen bleiben müssen, den wir in dem Fall fälschlicherweise gelöscht haben. Das werden die Berichte aber auch nicht mit sich bringen. Und ich glaube, daran bleibt unsere Kritik bestehen, dass einfach Inzentivierungen da sind. Früher haben wir die Inhalte einfach stehen lassen. Wenn wir nicht sagen konnten, ist das eindeutig rechtswidrig, sind die Inhalte stehen geblieben. So war die Rechtslage. Wir haben ja nicht im rechtsfreien Raum gelegt, sondern es gab ja vorher schon Gesetze. Also das auch vielleicht ein halbes dazu. Jahr später, das Gesetz ist so schlimm, wie ihr befürchtet hattet. Genau. Ja, okay. Katrin, kannst du ein halbes Jahr dem Gesetz irgendwas abgewinnen? Ja, auch nur schwerlich. Also was ich erwartet habe, was ich auch erfüllt habe, ist, dass es ein Stück weit chaotisch ist. Also es gibt immer wieder so Fälle, wo
Sachen, die jetzt sozusagen wir als BetrachterInnen relativ schnell als Satire beispielsweise erkennen, gelöscht werden, wo Leute wirklich auch gelöscht und blockiert werden, wo man wirklich jetzt so denken würde, die haben doch was zu sagen, das ist wichtig. Es hat sich sozusagen dieser Kampf im Netz um so eine neue Ebene erweitert, dass es jetzt nicht nur darum geht, sich irgendwie gegenseitig zu haten, sondern man meldet sich auch gegenseitig, irgendwie versucht sozusagen den Shitstorm zu einem Löschstorm werden zu lassen. Das war aber auch abzusehen, weil das kennt man ja auch im kleinen Kontexten von Community Management. Sobald man sozusagen solche Möglichkeiten einrichtet, wird es auch so genutzt und gibt es sozusagen auch immer einen Beifang, der absolut nicht gerechtfertigt ist. Was ich interessant finde, das knüpft auch so ein bisschen an das, was Sie sagten, ist, dass manche Plattformen ja schon jetzt sozusagen noch mal ein bisschen klarer kommunizieren, wie sie mit Sachen umgehen. Das war nicht bei allen immer sozusagen überhaupt zu finden oder nachvollziehbar. Ich glaube, das hat auch nur bedingt was mit dem NetzDG zu tun, sondern vielleicht auch mit der allgemeinen gesellschaftlichen Debatte, auch nicht nur in Deutschland. Aber das finde ich schon eine ganz gute Entwicklung, unabhängig von dem Gesetzestext jetzt. Und was ich gesellschaftlich oder auch so in der Netzszene irgendwie beobachte, was ich schade finde, ist, dass mit so einem Konsens von, den wir hier auch ein bisschen mitvertreten, dieses Gesetz ist nicht sinnvoll, gleichzeitig aber auch wieder so ein, bei vielen so ein, und es gibt eigentlich auch kein Problem, mitkommuniziert wird, wo ich denke, das ist dann aber doch nicht der Fall und da müssen wir schon noch weiter drüber diskutieren. Okay, ich glaube, da sind wir uns hier auch einig, dass es durchaus ein Problem gibt. Katharina, vielleicht mal ein bisschen aus deiner feministischen Perspektive, ich glaube, wir sitzen nicht alle als Feministin, aber kannst du was dazu sagen, wie dieses Gesetz sich gerade auf Frauen, auf Minderheiten, auf LGBTIQ auswirkt? Gibt es dazu repräsentative Daten? Na, Daten haben wir eben leider noch nicht, aufgrund auch der fehlenden Transparenzberichte, wenngleich ja auch die Frage ist, wird sowas überhaupt erhoben? Kann man sehen, wer wird gemeldet, wer meldet wen, in welchem Ausmaß sind welche Gruppen dann auch betroffen tatsächlich? Was wir aber durchaus sehen, ist das, was Katrin angesprochen hat. Im Januar hatten wir die Titanic und die Barbara-Seite, also tatsächlich Realsatire, die dem NetzDG zum Opfer gefallen ist. Und wir haben jetzt gerade kürzlich in der Analyse und Kritik und Analyse, Anne hat es gerade auch gezeigt, ein Artikel sind Almans Abfall. Da sind zwei Twitter-Nutzerinnen betroffen, die offensichtlich intersektionale feministische Themen besprechen, die immer und immer wieder gemeldet werden, die bei Twitter gesperrt wurden, die sich neue Accounts aufgebaut haben und wir auch eben hier sehen, dass es tatsächlich durchaus diesen rechten Mob sozusagen gibt oder Gruppierungen, die sich tatsächlich dieses NetzDG zunutze machen, um eben marginalisierte Inhalte vom Diskurs auszuschließen und das auch nicht unerfolgreich. Und das ist natürlich schon etwas, auch mit Blick auf Meinungsvielfalt, Meinungsfreiheit, demokratische Diskurse, aber eben auch feministische marginalisierte Stimmen, die ja durchaus im Netz auch einen Resonanzraum gefunden haben über lange Zeit, die jetzt plötzlich betroffen sind von so einem Gesetz, ist natürlich ein riesengroßes Problem, was wir uns tatsächlich aber dann eben anhand auch von Zahlen, so wie die irgendwann mal haben, auch genauer anschauen müssen. Und das, obwohl die AfD ja auch gegen dieses Gesetz war und ist. Tabea, du hast vorhin schon gesagt, mit der wollen wir uns natürlich nicht gemein machen, die als grüne Fraktion erst recht nicht. Was ist denn jetzt eure Zwischenbilanz und was sind die nächsten Schritte in der Fraktion? Also erstmal, wir haben Probleme, glaube ich. Das erkennen wir alle. Und das war auch der Grund, warum wir vor anderthalb Jahren, bevor das NetzDG überhaupt angegangen war, einen umfangreichen Antrag eingebracht haben, wo wir das auch mal thematisiert haben, dass es durchaus Handlungsbedarf gibt. Und als das Netzwerkdurchsetzungsgesetz dann in seiner Form kam, gab es natürlich ein paar Punkte, die jetzt auch nicht verkehrt sind. Also zum Beispiel einen Zustellungsbevollmächtigten zu haben, den man ansprechen kann. Ein Beschwerdemanagement, das ist schon sinnvoll, weil ich auch viele Fälle kenne, wo eben vorgegangen wurde gegen, also wo man bei Google oder Facebook irgendwie versucht hat, gegen Inhalte vorzugehen und das eben nicht weiter verfolgt wurde. Und wenn ich heute den Tag ansehe, Luise Amtsberg, die war ja gerade auf dem Schiff Lifeline und hat das getwittert, was sie heute an Shitstorm hat. Also ich bin hier, ist da sehr aktiv, ja.
Claudia Roth, übrigens auch wieder eine Frau, ist auch massiv unter Druck wegen der Schweigeminute, die die AfD da inszeniert, muss man ja sagen, hat. Also da sieht man schon sehr deutlich, und das erlebe ich auch in der Fraktion, dass die Shitstorme, vielleicht Cem noch mal ausgenommen, sich doch stärker auf Frauen beziehen als auf Männer in unserer Fraktion jetzt. Wir haben das NetzDG damals kritisiert, weil wir die Befürchtung hatten, es kommt zu einem Overblocking. Und ich fürchte, wobei ich da nicht immer genau weiß, und das ist auch nicht so richtig transparent, manchmal wird mit den Guidelines argumentiert und manchmal mit dem NetzDG, was dann tatsächlich der Grund ist. Und wir kennen auch andere Fälle, wie zum Beispiel die, also da war ich bei der Republika eingeladen, die Datteltäter zum Beispiel, die sind immer wieder gefleckt worden und dann auch untergenommen worden, obwohl sie redaktionell abgenommene Inhalte für Funk, also am öffentlich-rechtlichen Jugendkanal im Online-Bereich, Beiträge machen, und das schwierig war, das dann auch wieder online zu stellen, ne? Also es gibt da also diese Kultur zu einer, also weg von einer, wie hast du es gesagt, Shitstorm zum Löschstorm, den gibt es, glaube ich, tatsächlich. Und wir haben uns vorgenommen, jetzt eine Anhörung zu machen, wenn die Berichte auch da sind. Und mit der Anhörung dann die Ergebnisse als Änderungsanträge einzubringen. Ich meine, wir sind jetzt Opposition, ob wir dann die Koalition bewegen können, unsere Änderungen aufzunehmen, das wissen wir natürlich nicht, aber wichtig ist, dass wir jetzt eine Evaluierung haben, dass wir die Berichte haben, dass wir wissen, wie vorgegangen wird, weil im Moment wird ja auch immer gesagt, so viele Probleme gibt es ja gar nicht. Also bei dem Online-Formular des Bundesamtes für Justiz gibt es irgendwie 400 Fälle, die gemeldet wurden. Man ist ja von zigtausend ausgegangen. Irgendwas dazwischen wird schon sein. Google hatte, glaube ich, der Andrea Haller mal gesagt, signifikante Zahlen. Ich bin gespannt, was ihr dann da zu vermelden habt. Also das muss man sich genau angucken und welche Fälle das genau sind. Super, dann machen wir die Runde komplett mit Ecke Steven. Wie sieht denn die GES, das Gesetz? Was ist euer aktueller Blick darauf? Ja, so richtig wissen wir natürlich auch nicht, was jetzt wirklich, also können nicht richtig sagen, was jetzt Neues daraus entstanden ist, sondern eher sagen, dass die Befürchtungen sich eigentlich bestätigen. Da liege ich natürlich aber sehr nah bei dem, was alle anderen auch sagen. Und das ist das eine. War ja, also klar gibt es ein Problem, aber das Problem hat es ja im Prinzip, auch wenn es sich verändert hat und der Form verändert hat, aber auch schon Benachteiligungen, Aggressivität gegenüber bestimmten Gruppen, hat es alles in der analogen Welt auch schon gegeben. Es ist nicht nur was völlig Neues, es gibt immer wieder auch bestimmte Gruppen, die gesellschaftlich benachteiligt sind. Und die Frage war ja, unser einer Aspekt war immer, die Sache, dass es, wenn es um Straftaten geht, tatsächlich der Staat auch derjenige ist, der die Strafverfolgung machen muss, und dass er die Strafverfolgung nicht einfach auslagern kann, sondern dass zum Rechtsstaat eben auch gehört, dass es von Gerichten entschieden werden muss und dass es von Gerichten auch neu überprüft werden muss und dass dieser ganze Prozess einfach ausgegrenzt ist und plötzlich Unternehmen, private Unternehmen entscheiden sollen, was Richter eigentlich entscheiden müssten. Das ist dieses, was gar nicht geht. Und ich selbst kann dann sagen, ja, ich habe aber ja erlebt, wie auch immer wieder in der analogen Welt es darum Streit gibt, was jetzt eigentlich strafbar ist oder nicht. Dieses offensichtlich ist eben nicht offensichtlich. Tucholsky hat schon gesagt, Soldaten sind Mörder, und der Streit darum ist über Jahrzehnte weitergegangen. Insofern. Das stimmt, aber wenn man dann Soldaten aufgerufen hat, sich nicht an einem rechtswidrigen Krieg zu beteiligen, dann ist es wieder verfolgt worden und ist trotzdem auch wieder freigesprochen worden. Also von daher, diese Idee, dass das alles eindeutig wäre bei Gerichten, ist ja auch falsch. Und die andere Seite ist ja auch nochmal, also zurückzutreten und zu sagen, die Probleme, gesellschaftliche Probleme, die es gibt, die können nicht alle juristisch gelöst werden, also auch nicht in der Strafverfolgung, sondern man muss sich natürlich auch fragen, wo kommen die Probleme her und wie kann eine Gesellschaft damit umgehen, dass es solche Shitstorms entstehen, und woher kommen die eigentlich, und welche Mechanismen kann man
da anders anbieten, statt eben mit solchen sehr vagen und pauschalen Verboten, die letztlich klar zu einer Einschränkung der Meinungsfreiheit führen, damit dagegen vorzugehen. Darüber wollen wir auf jeden Fall auch noch reden, was wir anderes machen können als PR-Gesetze erlassen. Ich würde trotzdem noch mal kurz einmal die Frage an dich geben. Wir haben jetzt gerade festgestellt, wirklich belastbare Daten gibt es nicht. Euer Report steht auch noch aus, aber vielleicht kannst du uns ja trotzdem ein bisschen einen Einblick geben, wie denn so die Dimensionen sind. Wisst ihr, welche Gruppen besonders betroffen sind, also welche Gruppen besonders viel melden, welche Gruppen besonders viel dann tatsächlich auch gelöscht oder geblockt werden? Wird sowas erfasst? Nee, in dem Detaillierungsgrad, den du jetzt ansprichst, wird es nicht erfasst. Was wir erfassen, und das sieht das Gesetz auch genauso vor, ist, was sind die Inhalte, die gemeldet werden, also was sind die behaupteten strafrechtsrelevanten Bereiche und ist es ein Nutzer oder ist es eine Beschwerdestelle? Das sind sozusagen die Bereiche, aber ist der Nutzer weiblich, männlich oder, ne? Das nehmen wir nicht, das sozusagen verkünden wir dann auch nicht mit dem Transparenzbericht. Insofern in dem Detaillierungsgrad ist es nicht. Die Bereiche, die wir jetzt schon feststellen können, die besonders stark sind und das ist nicht so überraschend, sind die meinungsrelevanten, also Beleidigungsdelikte, Verunglimpfungsdelikte. Und das ist aber auch das, wo es besonders schwierig ist, tatsächlich für ein Netzwerk zu entscheiden, ist es das jetzt oder nicht? Wir erleben, dass es in der Regel Leute sind, die gar nicht selbst betroffen sind. Also im Strafrecht sind das alles Antragsdelikte. Das heißt, nur wenn ich persönlich betroffen bin, kann ich auch den Antrag stellen, dass dann eine Strafverfolgung eingeleitet wird. Nach dem NetzDG ist es völlig anders. Und das ist schwierig für die Netzwerke dann zu entscheiden, was war denn der Kontext? Hat der Mensch sich wirklich beleidigt gefühlt oder... Ne? Worum geht es denn hier eigentlich? Wollte der überhaupt, dass das jetzt gelöscht wird oder will er, dass das online bleibt, weil er dann nachher tatsächlich zu einer Staatsanwaltschaft gehen will und damit was machen will und so weiter. Und das ist halt schwierig, weil wir erleben schon auch, dass die Sachen dann runtergenommen werden und wir dann Hinweise kriegen von Staatsanwaltschaften, die sagen, naja, wir müssen ja jetzt ja gar nicht verfolgen, das ist ja gar nicht mehr da. Und das ist natürlich nicht Zielsetzung eigentlich des Gesetzes, sondern es müsste eigentlich ergänzend sein, dass man sagt, bestimmte Bereiche müssen vielleicht, wenn sie offensichtlich rechtswidrig sind, und das stimmt natürlich, was ist schon offensichtlich rechtswidrig? Ich glaube, es gibt dann die berühmten Beispiele, die wir jetzt auch nicht länger bemühen wollen, wie Kindesmissbrauchsinhalte, wo es eindeutig ist, aber bei vielen oder bei fast allen anderen der 21 verbleibenden Strafrechtsverfahren Tatbestände gibt es kaum offensichtliche Sachen. Aber das ist ja super problematisch, weil die Frage, die wir uns hier stellen, ist das Gesetz eigentlich eines, das Feministinnen, marginalisierten Gruppen hilft oder eher schadet? Diese werden wir nicht beantworten können, auch wenn alle Berichte vorliegen, weil ihr die Zahlen nicht erfasst, vielleicht auch gar nicht immer erfassen könnt, weil eben ganz oft Kontext notwendig ist. Also tappen wir so ein bisschen im Dunkeln. Ich glaube, bei der Frage werden wir auch im Dunkeln bleiben, ja. Das ist ja für ein Gesetz ganz hervorragend. Tabea, ich würde noch mal dich geben. Du hast gerade kurz schon angedeutet, dass ihr Änderungsvorschläge habt oder Änderungsanregungen. Wie müsste denn das NetzDG umgestrickt werden, damit es seinen Zweck vielleicht ein bisschen besser erfüllt und ein bisschen weniger missbraucht werden kann? Naja, das hängt so ein bisschen davon ab, wie die Berichte jetzt auch aussehen, die wir bekommen. Was, glaube ich, Konsens ist, was unbedingt geändert werden muss, ist, dass es auch ein ordentliches Verfahren gibt, um unrechtmäßig gelöschte Inhalte auch wieder einzustellen. Also das war ja auch etwas, was wir im ganzen Verfahren kritisiert haben. Was ist denn, wenn was gelöscht ist? Wie habe ich denn dann, welchen Verfahrensweg gibt es denn, um das dann auch wieder einzufordern? Und ich meine, jetzt gab es immerhin beim Landgericht Berlin ja ein Urteil, dass etwas wieder eingestellt werden musste. Aber es wäre schon sinnvoll, wenn es da ein richtiges Verfahren gibt. Und ansonsten müssen wir die Evaluation abwarten, die Anhörung, welche Vorschläge da gemacht werden. Es hängt natürlich ein bisschen von der Wirkung tatsächlich ab, die dann hoffentlich irgendwie mal schwarz auf weiß da ist. Ich finde das ein bisschen misslich, dass wir nicht mehr Informationen haben. Ja.
Das wäre wahrscheinlich auch eine gute Forschungsarbeit. Da ist dann aber auch die Frage, wie weit die Netzwerke dann auch die Daten dafür zur Verfügung stellen oder ob die dann in irgendeiner Weise auch erhoben werden können. Also dann kann man, glaube ich, noch fundierter darauf antworten, ne, welche Wirkung es tatsächlich hat und ob es gerade den Gruppen, die besonders betroffen sind, eher hilft oder eher schadet. Also das vermag ich jetzt in dieser Situation auch noch nicht beantworten. Ich glaube, das können wir alle nicht. Aber deswegen diskutieren wir, um dem vielleicht ein bisschen näher zu kommen. Du wolltest gerade noch ja, was ich würde, das ist ja eins der Sachen, die gerade ganz viel wirklich diskutiert würde, dieses Rights to Appeal, ich weiß gar nicht, Recht auf Wiederherstellung. Ich kann nicht für alle Netzwerke sprechen, wollte nur sagen, bei uns gibt es, also bei YouTube gibt es die Möglichkeit, wenn der Inhalt runtergenommen wurde, wird der Inhalte-Eigentümer darauf hingewiesen und wird auf die Möglichkeit hingewiesen, zu sagen, na, ihr habt eine Fehlentscheidung getroffen, folgende Argumente sind da und bitte überprüft es nochmal. Das ist, glaube ich, total wichtig. Ich weiß, dass es andere Netzwerke auch angekündigt haben zu machen, weil wir sollten uns nichts vormachen, wenn wir ein Recht schaffen, dass jeder Inhalt, der rechtmäßig ist, online erscheinen muss, dann ahnen wir, weil das ist es, im Moment gibt es so ein Recht nicht. Wir würden ein neues Recht schaffen, und wir wissen ja, wie viele Grauzonensegler sehr gut wissen, was gerade sie noch sozusagen rechtmäßig kommunizieren dürfen und ob das, was wir eigentlich wollen, nämlich eine bessere Diskussionskultur, damit geschaffen wird von einem Recht, das oft, das augenscheinlich irgendwie total gut klingt. Das, glaube ich, muss man sich sehr gut überlegen. Also es gibt Möglichkeiten, die zumindest einzelne Plattformen heute schon anbieten. Wir sollten nicht zu viel hoffen. Also wir sollten wissen, dass wenn wir so ein Recht einführen, wird ganz viel von dem, was wir nicht sehen wollen, zukünftig auf Plattformen da sein. Klar, und das ist dann die Frage auch der Guidelines, ne? Welche Guidelines sind da und was dann tatsächlich unter das NetzDG fällt. Ich weiß nur, die Diskussion bei der Republika, wo die Datteltäter gesagt haben, es hat ewig gedauert. Ich glaube, über eine Woche, wenn nicht sogar 10 Tage, bis dieser redaktionelle Beitrag ja, wieder eingestellt wurde. Und das finde ich schon auch misslich, wenn so etwas und also so lange dauert. Und dafür, glaube ich, braucht es schon nochmal andere, oder muss man vielleicht nochmal anders drauf gucken, auch was das Flaggen angeht. Also heißt, wir brauchen eigentlich nicht nur Fristen fürs Löschen, sondern auch Fristen fürs dann Wiedereinstellen oder zumindest für die Prüfung. Naja gut, da sagt Sabine, das ist ein bisschen schwierig. Aber ich glaube schon, ein Verfahren sollte es geben. Aber es ist auch die Frage, wer darf denn alles sozusagen flaggen? Und das ist, da gibt es ja auch unterschiedliche Kriterien. Ja, Sabine, vielleicht kannst du da auch nochmal drauf eingehen. Aber wenn gefleckt wird, ist etwas auch ganz schnell dann offline. Und dann wird es auch wieder schwierig, das wieder einzustellen. Also diese Erfahrungen wurden jedenfalls mir herangetragen. Und da gibt es vielleicht auch noch die Möglichkeit, was zu verbessern. Wir könnten auch zwischen euch zwei in ein brillantes Zwiegespräch halten, aber wir wollen die anderen auch noch mit einbinden. Katrin, du hast gerade schon ins Mikro gegriffen. Ich habe auch tatsächlich eine Frage, weil Tabea hat ja gerade gemeint, es wäre eine interessante Forschungsarbeit. Wäre das für dich eine interessante Forschungsarbeit, wirklich mal zu versuchen, Zahlen zu erheben, wie dann die, die wir hier sitzen und andere Gruppen, die eigentlich mit diesem Gesetz eher geschützt werden sollten, tatsächlich davon eben dann wieder von Löschstorms, ich finde einen schönen Begriff, betroffen sind? Also ich glaube, es wäre ein gutes Forschungsprojekt, wo ich auch sehr gerne mich sozusagen im Nachdenken beteiligen würde. Mit den zahlenbasierten Methoden habe ich es persönlich nicht so, deswegen würde ich das dann lieber delegieren. Aber ja, ich denke schon, dass sozusagen genau diese Auswertung, diese wirklich eine gute Evaluation und Technikabschätzung irgendwie genau da braucht, wenn man sozusagen aus der Perspektive von Diskriminierungsschutz auch da drauf guckt und eben nicht mit so einer One-Size-Fits-All-Lösung, die irgendwie an einzelnen Aussagen hängt und das dann so entscheidet. Was ich jetzt zu eurer Debatte eben nochmal sagen wollte, finde ich halt spannend, gerade mit Blick irgendwie auf dieses One-Size-Fits-All. Nicht jede Plattform, nicht jedes soziale Netzwerk über 2 Millionen Nutzer funktioniert ja gleich. Also es gibt welche, die sich ganz stark so möglichst wenig löschenmäßig positionieren. Dann gibt es so Plattformen wie Jodel, ich weiß nicht, ob ihr das euch schon mal angeguckt habt, da ist es ja so, dass die User Sachen downvoten und wenn es zu viele Downvotes hat, verschwindet es auch. Das führt dazu, dass es dort relativ wenige Sachen gibt, die
in diesem Sinne grenzüberschreitend sind, wie wir das jetzt auch kritisieren würden. Das führt aber auch dazu, dass ganz viele Sachen, die ich total cool finde, dort verschwinden, weil das sozusagen dem engen normativen Korsett dieser Jodel-Community auf den Keks geht, wenn man sozusagen, ja, beispielsweise, es schreibt eine, sie wurde innerhalb von einer Beziehung konsentmäßig nicht gefragt vor irgendeinem Kuss und dann schreibt eine Feministin, das finde ich aber falsch und dann kriegt das ganz viele Votes runter und verschwindet dann auch, weil der durchschnittliche Jodelnutzer und auch die durchschnittliche Jodelnutzerin das halt für total übertrieben hält. Da ist halt sozusagen die Frage, wie würde sozusagen so ein Recht auf Wiederherstellen in so einer Community funktionieren. Und ich bin eigentlich jetzt nicht immer diejenige, die sagt, die Kunden, die Kundinnen, die VerbraucherInnen können ja dahin, können ja sozusagen frei entscheiden, was sie konsumieren. Aber gerade in dem Fall würde ich halt schon sagen, irgendwie, ich suche mir halt schon auch die Community aus, die nach den Mechanismen funktioniert, die für mich interessant sind. Und das muss nicht für alle gleich sein. Vielleicht gleich dazu. Es gab auch diese Debatte über die Algorithmen von Facebook und das Newsfeed. Da hat Mark Zuckerberg auch in der Fake-News-Debatte vorgeschlagen, dass sozusagen NutzerInnen auch Medieninhalte ranken können und dann sagen können, wie glaubwürdig finde ich zum Beispiel einen Inhalt, was unter Umständen natürlich aber auch Schwarmintelligenz hin oder her dazu führen kann, dass Russia Today möglicherweise unendlich viele Klicks bekommt und so plötzlich in den Newsfeeds ganz oben steht. Ja, also auch das hat natürlich, sowas hat natürlich immer seine Grenzen, also jetzt spezifisch dieses Prinzip, Dinge zu voten und zu flaggen. Also das ist ja auch was da viel diskutiert wurde. Wenngleich ich da auch keine Lösung weiß und ich finde auch, es gibt unterschiedliche Communities, die sich unterschiedlich organisieren, die zum Teil auch Selbstregulierung schaffen, auf einer gewissen Größe jedenfalls. Aber dieses Prinzip zu übertragen auf diese sehr großen proprietären Systeme ist durchaus schwierig, wenngleich dann auch wieder eigentlich der Punkt da ist zu sagen, wieso suchen wir immer nach diesen irgendwie technikbasierten Lösungen, ist es nicht ein gesellschaftliches, also das Wissen ist jetzt eine Binse, ist jetzt eine ganz blöde, rhetorische, doofe Frage, ist das nicht ein gesellschaftliches Problem, aber muss man das nicht auch nochmal auf einer anderen Ebene wieder und weiter diskutieren, statt immer nur zu gucken, was sind die technischen Möglichkeiten innerhalb der Netzwerke, Leute filtern zu lassen, zu löschen, wiederherzustellen und so weiter. Also diese Diskussion führen wir ja schon seit Ewigkeit. Ne? Die Zivilgesellschaft ist gefragt und wir müssen das selber in die Hand nehmen und wir müssen dagegen halten. Und es gibt tolle Initiativen wie Ich bin hier und was weiß ich alles. Aber dann kommen die Social Bots da rein. So. Und die bekommen eine Reichweite, die ja zum Teil auch ganz gezielt für eine Relevanz dann sorgen, die jedenfalls als relevant wahrgenommen wird, ja, wo dann Inhalte eine größere Bewertung bekommen, auch journalistisch übrigens. Ja. Und da, das ist technikbasiert und das muss man sich eben auch, also damit muss man sich beschäftigen. Ja. Also ich fand das ganz spannend, im Europarat, im Ausschuss für Kultur, wurde jetzt so eine Studie vorgestellt, da haben die mal genau geguckt, wie ein Tweet zum Beispiel, einen Fake News Tweet, also Desinformation sagen sie, wie der gezielt gesetzt wurde, verbreitet wurde, dass der eine Relevanz erreicht hat zu der Zeitpunkt, als die Redaktionskonferenzen waren, sodass die Journalisten in den Redaktionen dann darauf gestoßen sind und das dann tatsächlich in die Nachrichten übernommen haben. Und mit dem Problem, also darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, aber da wird es dann auch schwierig, als Zivilgesellschaft aktiv zu werden, weil ich glaube, gegen solche technischen Lösungen kommt man da nur schwer an. Ja. Bestimmt. Ich glaube auch trotzdem, dass wahrscheinlich ein Gesetz gegen Bots uns auch nicht so viel weiterhelfen würde. Aber wo wir gerade schon bei anderen Gesetzen und technischen Möglichkeiten und der EU sind, alle drei Steilvorlagen würde ich noch mal kurz in Elke geben und einen kleinen Schwenk machen, damit wir das auch abgefrühstückt haben. Das NetzDG hatte in der ursprünglichen Version Upload-Filter vorgesehen, also eben nicht eine Prüfung durch Menschen, die dann bei euch, bei Facebook und bei anderen sitzen, sondern eine automatisierte. Diese Upload-Filter kommen jetzt durch die Hintertür möglicherweise über europäische Gesetzgebung mit rein. Was sagt ihr denn dazu? Ja, also vorgesehen war es noch schlimmer mit den Upload-Filtern.
das heißt, dass es eben technisch gefiltert wird und entschieden wird. Aber tatsächlich ist es jetzt eben auf dem Weg, doch wieder auch die Upload-Filter über EU-Gesetzgebung reinzunehmen. Und das macht nochmal so richtig deutlich, dass die Meinungsfreiheit in diesem Bereich gefährdet wird und immer deutlicher, immer mit diesem guten Impetus, dass man ja die Menschen schützen will, dass die Bürger, die betroffen sind davon, also von Shitstorms oder was auch immer, und natürlich auch die Medienrechte schützen will. Und das klingt immer so einleuchtend, aber zugleich ist es eben eine Einschränkung von Meinungsfreiheit, die unmittelbar wirken wird. Und zunächst gibt es ja im Koalitionsvertrag die Einigung, dass es nicht von hier aus, also von der Bundesrepublik unterstützt wird, die Upload-Filter-Einführung. Aber es ist zu befürchten, dass auch da die Bundesregierung noch kippen wird und möglicherweise in der EU-Gesetzgebung dem zustimmen wird. Und ich finde, das macht so richtig deutlich, dass eine Gefahr da drin steckt, die eben auch mit den Bots und den technischen Möglichkeiten nicht zu lösen ist, sondern dass wirklich andere Wege gefunden werden müssen. Kann man überspitzt sagen, dass vielleicht Heiko Maas und Team weder das Problem noch die Technik wirklich verstanden haben? Weil offensichtlich ist das Gesetz ja relativ paternalistisch entstanden. Man möchte Leute schützen, die von Hate Speech betroffen sind. Das sind Bürger, vor allem BürgerInnen und eben vor allem vielleicht auch Menschen ohne Staatsbürgerschaft, ohne deutsche Staatsbürgerschaft. Aber offensichtlich waren die in die Gesetzgebung, in den Prozess nicht einbezogen oder wurden nicht wirklich gehört. Sonst hätte man vielleicht vermieden, dass es so einfach auch nach hinten losgehen kann. Und Gleiches gilt irgendwie für die technischen Prozesse. Da ist auch gut gemeint, ist offensichtlich nicht gut gemacht in dem Feld. Möchtest du noch mal dazu, oder? Ich glaube, man muss da in ganz andere Richtungen auch weiterdenken. Also es bleiben natürlich wirklich viele konkrete Probleme, wo man auch immer wieder neu nach Problemlösungen suchen muss. Aber die eine Frage ist natürlich, wie werden denn tatsächlich diejenigen geschützt oder unterstützt, die von Shitstorms betroffen sind? Und die werden eben nicht im Netz, die brauchen keine Unterstützung im Netz, sondern die brauchen die auch mal erst auch in der realen Welt. Und gleichzeitig kann es technische Möglichkeiten geben, sich zu schützen und da auch viel mehr Informationen auch an Schulen, sodass Kinder und Jugendliche auch anders vorbereitet werden, mit diesen Möglichkeiten umzugehen. Und das ist natürlich dann schon wieder technisch, aber ich glaube, es gibt auf beiden Ebenen dann auch Möglichkeiten. Herr Beer möchte noch sagen, und dann würde ich tatsächlich auch in die Runde öffnen, mit der allgemeinen Frage. Ja, da möchte ich ein bisschen Wasser in den Wein kippen. Das mache ich ungern und ich will das NetzDG jetzt auch nicht groß verteidigen. Aber ich finde es auch problematisch zu sagen, naja, in der realen Welt, darauf kommt es ja letztlich an. Wir dürfen ja auch die Teilhabe im Netz nicht verunmöglichen. So, und wenn ich dann vielleicht als besondere Gruppe, als Frau, als ja, Flüchtlinge sind ja auch stark betroffen von Shitstorms, sozusagen, sie ausschließe, indem ich sage, naja gut, wir gehen da jetzt nicht vor und sie gehen dann raus aus dem Netz und beteiligen sich nicht mehr, dann haben wir ein Netz, das eben auch nicht den Idealen entspricht, was wir ja immer gedacht haben, dass es zur Demokratisierung beiträgt, dass es eine Teilhabe ermöglicht. Ja? Ich möchte schon, dass es eine Teilhabe gibt, und zwar von allen und nicht nur von den Hetzern und von den hasserfüllten Männern. Und deshalb brauchen wir, glaube ich, schon diese Diskussion, was kann man denn tatsächlich tun? Und da reicht mir immer nicht also dieser Verweis auf die analoge Welt. Ja? Also ich finde, da müssen wir schon auch stärker drüber nachdenken, welche Wege können wir denn dann gehen. Den Applaus wollte ich erstmal abwarten. Den hast du natürlich sehr, sehr verdient. Dennoch glaube ich, es gab ja gute Ansätze. Ne? Heiko Maas hat eine Taskforce, auch wenn ich mir den Begriff total übel finde, aber eine Gruppe eingesetzt, um mal zu überlegen, was kann man denn tatsächlich machen? Weil wir haben ja eingangs schon festgestellt, natürlich haben wir ein gesellschaftliches Problem und natürlich müssen wir mehr machen.
Leider hat sich die Arbeit dieser Gruppe sehr ausschließlich fokussiert auf die Frage, was müssen die Netzwerke verbessern? Und ja, auch die müssen verbessern. Und wenn so Sachen wie von den Datteltätern eine Woche braucht, ist es viel zu lang und es ist nicht gut. Und dann müssen wir besser werden und andere Netzwerke besser werden. Das will ich überhaupt nicht sozusagen in Abrede stellen. Aber ich glaube, wir brauchen zusätzlich schon auch noch ein Bewusstsein des Staates letztlich zu sagen, Strafverfolgung ist sozusagen eine Hoheitsaufgabe des Staates und die Generalprävention ist auch total wichtig. Und nur zu sagen, naja, jetzt haben wir irgendwie so ein Gesetz, also das hast du nicht gemacht, aber das war die Diskussion ganz viel. Jetzt haben wir das Gesetz, jetzt haben wir die Probleme gelöst und ja, irgendwann kommt so eine Taskforce auch wieder, das reicht nicht. Also da gibt es gute Beispiele in einzelnen Bundesländern, wo die genau da ansetzen und sagen, nicht nur löschen, weil wir, es gibt zig Studien, die sagen, alle Inhalte, die gelöscht wurden, da kommen die Leute irgendwie wieder mit entweder neuen Accounts oder mit dem gleichen Ding und dann werden die Inhalte neu gepostet, die suchen sich nicht mal neue Plattformen. Hilft null und hilft den Opfern auch null. Also wir brauchen doch bitte eine Strafverfolgung, da hat sich echt zu wenig getan. Und wir brauchen, oh, und du wirst bestimmt gleich Ja sagen. Und richtig, oder? Okay. Und das andere ist, was ich schon auch finde, ist, wir sagen immer, klar brauchen wir mehr Medienaufklärung. Aber wenn wir dann hören, der Digitalpakt ist das geflügelte Sonntagswort überhaupt, aber kommt überhaupt nicht in die Realisierung. Vielleicht 2019, wo dann irgendwie mehr Medienkompetenz und digitale Bildung in Schulen kommt, dann haben wir die Prioritäten auch noch nicht richtig gesetzt. Und wenn dann Unternehmen versuchen, so Zwischenlösungen zu finden und zu sagen, wir können auch hier unterstützen, dann heißt es eher, ja, aber die Unternehmen wollen da echt wieder eigentlich nur die Schüler beeinflussen. Also da machen wir uns auch nicht ehrlich als Gesellschaft und sagen, ne, was genau wollen wir eigentlich und was wollen wir auch, was Unternehmen für Verantwortung übernehmen. Also ich glaube, ein Punkt oder zwei Punkte, was du angesprochen hast, ist absolut richtig. Und deshalb glaube ich auch, dass das Gesetz eigentlich verfassungswidrig ist oder man sich damit so schwer getan hat, weil eigentlich geht es ja um publizistische und strafrechtliche Posts oder Äußerungen. Und dagegen gibt es natürlich in den Ländern auch schon Kompetenz. Also Jugendschutznet oder FSM oder, ne, das haben wir ja schon. Und die Bundesgesetzgebung wollte hier aktiv werden, ja, anstatt zu sagen, Länder macht jetzt mal oder ne, wir müssen das irgendwie zusammen auf den Weg bringen. Und da zählt natürlich die Medienkompetenz mit rein. Und wenn ich dran denke, dass wir vor 8 Jahren eine Enquete-Kommission hatten, die sich ja schon ganz intensiv damit befasst hat, wo es auch schon viele Handlungsempfehlungen gab, ja, und das immer noch nicht ordentlich umgesetzt wurde, das ist halt einfach ärgerlich. Man hat das Gefühl, bei jeder Legislaturperiode fängt man wieder von vorne an. Das ist echt unbefriedigend und da müssen wir mal einige große Schritte voranschreiten. Jetzt würde ich gerne aufmachen. Hast noch, die brennt noch was unter den Nägeln? Ja, könnt ihr schon mal überlegen, was ihr an Fragen an das Panel habt oder an Kommentaren, die ihr gleich noch loswerden möchtet. Ich möchte einfach mal so als kritische Frage in den Raum stellen, inwiefern eigentlich Medienkompetenz eine Lösung ist, weil mir scheint es nicht so, als ob es den Hatern an Medienkompetenz mangelt. Die sind sehr gut, dadurch finden die auch immer wieder neue Wege und finden auch raus, wie die Person, die sie da gerade attackieren, auf einer anderen Plattform heißt und so weiter und so fort. Und es ist ja auch nicht so, dass den Betroffenen es an Medienkompetenz mangelt und sie sich sozusagen aus einer Naivität irgendwie angreifbar machen oder sozusagen zu viel von sich verraten, sondern das scheint mir schon immer sozusagen so ein, am Ende sagt man halt, man muss in den Schulen mehr machen und dann ist die Gesellschaft schöner. So stimmt ja auch ganz oft, aber gerade bei dem Thema glaube ich wirklich, es ist irgendwie, die Justiz, die Strafverfolgung und auch sozusagen das, was dort irgendwie passiert, was wir jetzt erstmal als überwiegend ja Nicht-Juristinnen gar nicht so auf dem Schirm haben, die Urteile müssen geschrieben werden, die müssen begründet werden, da gibt es dann irgendwann Kommentare zu und dann entwickelt sich auch mal vielleicht was weiter, weil wir sozusagen rechtlich ja immer noch in einer Welt leben, wo naja, letztlich irgendwie sowas wie üble Nachrede oder so, da geht es halt um, die Bild-Zeitung schreibt was über Boris Becker und das sind sozusagen die Urteile und die Auslegungen, in deren Rahmen irgendwie das hier alles irgendwie behandelt wird und das, was wir sozusagen realweltlich im Netz im Moment haben,
da geht es um ganz andere Leute, um ganz andere Konflikte, die dahinter stehen. Und da fehlt halt so viel und das muss sozusagen mehr möglich werden. Und da bin ich froh, haben wir eben ein bisschen drüber diskutiert voran, dass da in einzelnen Bundesländern oder zumindest in NRW was gemacht wird. Aber da ist, glaube ich, die große Gefahr beim NetzDG, dass es die Debatte abgebrochen hat, bevor sie so richtig losging. Okay, eigentlich sind die Länder eine Pflicht und jetzt wärt ihr eine Pflicht, beziehungsweise natürlich keine Pflicht, sondern freiwillig, wenn ihr nach dem langen Tag noch mitdiskutieren wollt. Oh, so still. Ich glaube, wir haben ansonsten auf dem Panel auch noch Wortmeldungen, wenn ihr uns noch ein paar Minuten länger zuhören wollt und könnt. Vielleicht kannst du einfach kurz von der NRW-Geschichte, das ist nämlich tatsächlich sehr spannend, was da passiert, ja, das weil hatten wir vorhin schon Gesetze gegen strafbare Inhalte gab es schon davor, sonst wären sie nicht strafbar. Und ja, diese Problematik, dass das NetzDG vielleicht abwirkt, ist definitiv da. Das mache ich gerne. Aber darf ich ganz kurz vorher sagen, weil du hast total recht, also es gibt keine Medienkompetenz, wenn du angegriffen wirst, beleidigt wird und so. Das wollte ich auch nicht suggerieren. Ich glaube trotzdem, dass nicht genug Leuten klar ist, wie können sie sich auch sozusagen entziehen, wie können sie Anonymisierungstools einsetzen, wenn sie das wollen, was steht überhaupt dahinter, wie kann ich mich auch aktiv einbringen. Und für mich gehört zur Medienkompetenz auch eine Debattenkultur, sozusagen, wie bringe ich, ne, wie schalte ich mich in Diskussionen ein, weil das ist auch sehr klar, also sozusagen moderierte Diskussionen laufen ganz anders. Und wenn ich sozusagen mutig genug bin, mich in die Diskussion einzubringen, dann kann ich das auch verändern. Und das gehört für mich auch dazu, das Schlagwort ist falsch, aber das wollte ich eigentlich damit sagen. Nordrhein-Westfalen, also Nordrhein-Westfalen hat eine Initiative gegründet, schon unter der alten Landesregierung, die heißt Taskforce? Ja, nee, das ist bestimmt auch eine Taskforce, aber das, ich überlege gerade, das heißt sowas wie nicht nur löschen, sondern auch verfolgen, aber das heißt schöner, wie diese Dinge heißen. Aber es geht um nicht nur löschen, sondern auch verfolgen, schon auch löschen, aber bitte auch verfolgen. Und die Landesmedienanstalt Nordrhein-Westfalen koordiniert es und man hat sich nach durchaus einigen Diskussionen in dem Land geeinigt, dass die Oberstaatsanwaltschaft in Köln die zuständige Staatsanwaltschaft ist für die Verfolgung. Ist auch nicht so ganz trivial im Internet. Nein, bei Staatsanwaltschaften geht es immer darum, wer ist denn örtlich zuständig? Okay, aber wo ist denn der sozusagen Erfolgsort oder der Handlungsort im Internet? Große Frage. Und dann ist die Polizei in Köln ebenfalls zuständig. Und einzelne Medienhäuser aus Nordrhein-Westfalen wie RTL und RP und einige andere noch haben gesagt, wir gucken mal, was auf unseren Plattformen tatsächlich passiert und welche Inhalte und welche Kommentare wir für strafrechtsrelevant halten. Und dann hat man sich auf ein Verfahren geeinigt. Es war auch gar nicht so einfach, wie denn überhaupt eine Anzeige zu erstatten ist. Es sind jetzt irgendwie 150 Anzeigen, glaube ich, erstattet worden. Und davon habe ich heute gehört, sind 30 Verfahren jetzt eingeleitet worden. Das ist was, da passiert was. Und das finde ich ist super und das hätte man eben auch aus der Taskforce weitermachen können und gucken, wie sind denn die Schnittstellen, ich weiß das deshalb, weil wir auch in Gesprächen sind eben mit der Staatsanwaltschaft und zu gucken, was für Informationen brauchen die wiederum von den Plattformen und ne, wie können wir diese Verfahren erleichtern, dass die zeitnah die Informationen kriegen über diejenigen, die die Taten vermutlich begangen haben. Das macht also Sinn, wenn man da im Austausch ist. Und das finde ich super. Das müssten andere Bundesländer genauso tun. Und daneben gibt es ja dann auch noch die Medienaufsichten, die Tabea angesprochen hat. Und auch die sind aktiv. Verfolgen statt nur löschen. Das ist doch schön. Da haben wir jetzt nochmal die quasi harte rechtliche Linie, die es ja auch schon ganz unabhängig vom NetzDG gab und weiterhin gibt. Vielleicht schlagen wir noch mal kurz einen Bogen, was zivilgesellschaftlich oder abseits vom Recht möglich ist. Vielleicht kannst du noch mal kurz von eurem Public Sphere-Projekt erzählen und was wir vielleicht daraus mitnehmen oder lernen können. Ja, also Public Sphere war sozusagen ein Projekt, was über ein paar Jahre lief, eine kleine Community, bei der es zuerst nur über Europapolitik ging, dann aber auch über, es ging es um ganz viele andere Themen, Prostitutionsdebatten, viele, viele Themen. Der WWF war aktiv, wir hatten viele Player, die sozusagen Diskussionen bei uns gespielt haben und wir haben die Community sehr aufwendig moderiert und die Community, wir hatten eine sehr starke Netiquette natürlich auch, also Grundlagen und die Community hat sich auch weitestgehend selbst
moderiert und reguliert. Das funktioniert natürlich aber nur, das war dieses Liquid Democracy Modell, nur bis zu einem bestimmten, wahrscheinlich bis zu einer bestimmten kritischen Masse an Leuten, weil auch innerhalb unserer Community viele Offline-Abende stattfanden. Das heißt, die Leute kannten sich zum Teil auch face-to-face. Ja, das verändert Diskussionen, das ist merkbar, das merkt man. Das heißt, da haben viele andere Mechanismen im Grunde genommen noch gegriffen. Aber trotzdem, ich bin hier, haben wir gerade schon gehört, es gibt natürlich diese vielen Initiativen des No Hate Speech Movement, die Memes zur Verfügung stellen, die man benutzen kann, wenn man sich wehren möchte, die auch ganze Guidelines zur Verfügung stellen, die Amadeo-Antonio-Stiftung. Viele machen das, viele machen Workshops auch in diesem Bereich. Wie geht Counter Speech? Wie übe ich Gegenrede, ohne mich derart zu expositionieren, dass ich und so weiter. Und trotzdem hat das natürlich, und das ist ja sehr richtig, hat das natürlich alles seine Grenzen, wenn man dann eben mit diesem sozusagen, mit diesem Raum im Netz zu tun hat, der einfach gefüllt ist von einer Wolke aus Shit sozusagen. Und ich finde es aber immer noch, das muss ich sagen, und das ist tatsächlich eben im Wesentlichen ist ja ein Problem der Justiz, dass sozusagen digitale Gewalt ohnehin kaum geahndet wird. Ja? Es sind Polizeien und Justiz immer noch nicht genug sensibilisiert. Es ist immer noch nicht Teil der öffentlichen Debatte. Ich könnte schreien, wenn Frauen hier tagsüber davon sprechen, dass sie sagen, wir müssen sozusagen, ich muss gucken, dass es mir dabei gut geht, ich muss auf meine Psyche gucken und könnte ich schreien. Von uns geht ja auch keiner auf die Straße oder in solchen Veranstaltungen führen wir Diskussionen und ich muss Angst haben, dass ich rausgehe vor die Tür und da um die Ecke gezogen werde. Aber das ist ja, was faktisch im Netz an Bedrohung stattfindet. Und das finde ich nach wie vor unerhört, dass das immer noch nicht so richtig Teil der Debatte ist oder Teil des großen öffentlichen Diskurses jedenfalls. Und dass es auch immer noch so keine richtige Handhabe gibt oder keine richtige Maßgabe, wie Polizeien, Justizen, spezielle Einrichtungen damit umgehen. Mal abgesehen von Frauennotrufen, Frauenberatungsstellen, die sich das Thema angenommen haben, aber eben in der breiten Debatte es immer noch nicht stattfindet. Also fehlt da eigentlich die Medienkompetenz bei der Polizei und der Justiz, nicht in den Schulen? Das würde ich nicht bestreiten. Das war im Übrigen ja auch eine Diskussion im Rahmen des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes, ne? Dass die Staatsanwaltschaften auch ordentlich ausgestattet werden muss, die Justiz und so weiter. Ne? Ich glaube, das stand auch im grünen Wahlprogramm, was dazu. Ja, das stand auch im grünen Wahlprogramm und das ist so ein bisschen bedauerlich, ne? Weil das steht und fällt, glaube ich, auch mit der Ausstattung der Leute und der Kompetenz, die sie auch erwerben können im Rahmen ihrer Arbeit. Ja. Jetzt habe ich vorhin gesehen, es gab ein Mikrofon. Ines möchte gerne noch. Ja, mich würde interessieren, ich meine, Google und Facebook, das sind ja mächtige Konzerne. Und wenn jetzt gerade am Anfang, wie Sie, Frau Frank, das gemacht haben, gesagt, also die Meinungsfreiheit stirbt langsam, dann geht es ja um wahnsinnig viel. Also was sind denn, also zum einen würde mich interessieren, sind Sie gar nicht in irgendeiner Weise befragt worden, als das Gesetz gebaut wurde? Also oder welche Gegenstrategien auch genau gegen diese Form von Aushöhlung des Rechtsstaates streben Sie jetzt als Unternehmen an? Weil wenn Sie sagen, es geht auch um die unternehmerische Verantwortung in der Demokratie, wenn wir davon reden, dass Meinungsfreiheit signifikant eingeschränkt wird, dann könnte man ja, oder das ist die Grundlage für meine Frage, inwieweit Sie können und wollen und wie werden Sie Ihre unternehmerische Verantwortung wahrnehmen, um die Demokratie weiterzuentwickeln? Große Fragen an diesem sonnigen Abend. Ne? Also was haben wir gemacht? Es gab eine Expertenbefragung im Digitalausschuss. Da sind mein Kollege Antaller und ich gewesen und haben sozusagen berichtet, wie wir schon vorher, also das ist ja alles nicht neu, also wir hatten ja vorher auch schon Mechanismen, das habe ich ja vorhin ganz kurz gesagt, es gab vorher schon Juristen, es gab vorher schon Teams, es gab vorher schon das TMG und die E-Commerce-Richtlinie, also das ist ja alles kein luftleerer Raum. Bei der Expertenanhörung zum NetzDG sind Unternehmensvertreter nicht eingeladen worden, von keiner der Fraktionen. Es sind der Bitkom sozusagen als Branchenverband eingeladen worden. Was tun wir? Ich habe es vorhin versucht anzudeuten, wir versuchen interne wirklich sehr strenge Prozesse einzuführen und
unsere Leute auch zu kontrollieren. Also wir haben lange Trainings aufgesetzt mit Strafrechtsprofessoren, wo wir sozusagen die Teams trainiert haben. Was ist denn, heißt das denn überhaupt, diese 22 Strafrechtstatbestände? Wir haben mit externen Juristen gearbeitet und haben die Leute sozusagen nicht nur aufgeschlaut, sondern wirklich sozusagen sehr präzise trainiert zu dem Thema. Und die andere Frage ist, was macht man mit dem Gesetz? Also wie können wir gucken, dass wir Sachen verändern? Also wir führen natürlich total viele Gespräche und bringen uns in den Debatten, die jetzt denn nach der Sommerpause hoffentlich auch wieder losgehen, werden wir uns einbringen und werden Vorschläge natürlich in den Gesprächen auch unterbreiten, was wir finden, wie das aufgehebelt werden muss. Wir haben offen gestanden auch gehofft, dass Fraktionen sowas wie eine Normkontrollklage anstreben, weil 8 der 10 Experten ja gesagt haben, das NetzDG ist verfassungswidrig. Also könnte man aus der Mitte des Parlaments auch sagen, wir lassen das in Karlsruhe mal überprüfen. Nun haben einige wahrscheinlich wahrgenommen, dass die 2 Abgeordnete der FDP-Fraktion nun eine Feststellungsklage beim Amtsgericht oder Landgericht, glaube ich, in Köln eingereicht haben, um sozusagen im nächsten Schritt dann Karlsruhe zu befragen. Das sind Optionen, die Unternehmen wohl auch noch offen stehen. Das muss man gucken, ob wir als Unternehmen Karlsruhe befragen. Aber wir gucken erstmal, dass wir unsere Prozesse, die wir haben, so gut ausgestalten, dass wir möglichst wenig Beschädigung an Meinungsfreiheit haben. Und ich glaube, wir haben als Unternehmen auch eine lange Tradition, dass zu machen, also die Meinungsfreiheit hochzuhalten. Ich könnte ganz viel mehr erzählen, aber vielleicht können wir das nachher nochmal machen. Lena. Hi. Ich berate Frauen, die von Cyberstalking betroffen sind, und da kommen manche Fragen immer wieder. Ich reiche jetzt einfach mal 2 davon weiter. Die erste ist, dieses Meldesystem im NetzDG, also das habe ich sogar bei mir selber beobachtet, dass ich weniger melde als vorher, weil ich ja jetzt ganz viele diese Paragraphen, zumindest bei Twitter ist das so, kriege ich diese ganzen Paragraphen genannt. Meistens ist es irgendwie eine Mischform. Mischformen kann man nicht anklicken, sondern man muss sich dann für eine davon entscheiden. Dann steht unten drunter noch, ich weiß, dass das hier jetzt juristisch ist und dass ich mich strafbar mache, wenn ich hier jemanden falsch melde. Und dann habe ich mich durchs erste durchgeklickt und war ganz mutig. Und beim zweiten bin ich mir schon wieder unsicher. Und beim dritten sage ich mir, ach, so wichtig war es gar nicht, und klicke das wieder zu, weil es mich einfach überfordert. Und dieses Problem, also da wird es wahrscheinlich auch keine Daten zu geben, wie viele Leute fangen denn an, was zu melden und brechen unterwegs ab, weil einfach das auch gar nicht realitätsnah ist. Das wäre also meine erste Frage, ob man da trotzdem was zu sagen kann. Und die zweite Frage, ich weiß gar nicht, ob das so sehr NetzDG-Zusammenhang ist, aber was auch sehr häufig vorkommt, ist eben diese Identitätsmissbrauchsprofile, die angelegt werden auf Facebook oder wo auch immer, die man ja auch melden kann, wo man auch sagen kann, hier, das ist unter meinem Namen und das geht so nicht. Und dann wird eben nach einer Legitimation gefragt. Dann wird also, soll man seine Ausweiskopie hinschicken. Was ich einerseits völlig nachvollziehen kann, weil sonst könnte ja jeder sozusagen meinen Account löschen lassen. Und das muss schon irgendeine Legitimation geben. Und andererseits stellt das natürlich die Betroffenen vor eine völlig bescheuerte Entscheidung. Also ich nenne das dann immer gute Daten den bösen Daten hinterherwerfen. Und die kommen dann zu mir und fragen, ja, was soll ich denn jetzt machen? Ich will doch jetzt nicht noch... Also im Endeffekt würde das ja dazu führen, dass mich jemand nötigen kann, bei diversen Plattformen meinen Perso hinzuschicken, was laut Personalausweisgesetz ohnehin so eine problematische Geschichte ist, indem er einfach überall ein Fake-Profil von mir anlegt und dann muss ich überall meinen Ausweis hinschicken, um mich zu legitimieren. Also da müsste doch auch irgendwie eine andere Lösung her, als diese schick uns deinen Ausweis, was weiß ich, eine Stelle, wo ich vor Ort irgendwie hingehen kann und sagen kann, hier mein Ausweis, hier ich bin legitimiert, das ist jetzt mein Anliegen. Und damit schließt sozusagen meine dritte allgemeinere Frage an. Was sind denn jetzt so die konkreten Möglichkeiten, die man tun kann, damit eben nicht passiert, dass Frauen reihenweise zurück zu den Strick- und Kochblocks gehen? Weil da kann man sich ja gefahrlos äußern, aber wenn man anfängt, ein Männerfußballspiel zu kommentieren, dann wird es schon kritischer. Und wenn man Journalistin ist oder Politikerin, dann wird es richtig mies. Und
da muss ja was passieren und da reicht ja dieses NetzDG nicht. Drei Fragen. Danke. Die erste würde ich tatsächlich einfach in die große Runde geben. Wer von euch saß schon mal vor einem Posting, vor einem Tweet, vor einem Video, das eigentlich meldewürdig war und hat es dann doch nicht gemacht, weil es irgendwie halt zu aufwendig ist, zu nervig, weil es auch zu viele sind? Dann habt ihr nicht bei YouTube gemeldet. Stimmt das? Hat schon mal jemand bei YouTube, möchte eine hier öffentlich bekennen, dass sie bei YouTube aus Aufwandsgründen, aus Genervtheit, aus weiß ich nicht, was nicht gemeldet hat, was meldewürdig gewesen wäre? Ich glaube, dann kannst du. Also bei. Aber das fände ich noch mal ganz spannend, weil wir uns ja jetzt auch damit befassen nach der Sommerpause. Wie ist eigentlich dann so die Reaktion? Wie geht man damit um? Und vielleicht können wir noch mal austauschen, Namen und Adresse, und dann holen wir uns die Kompetenz von den, ja, von den Userinnen und Usern. Ich glaube, die dritte Frage, ich habe neulich ein Postident-Verfahren gemacht, das geht mittlerweile per Videochat über App. Ich wollte nur noch ergänzen, ja, vielleicht zu Sabine, dass es wirklich stimmt, dass alle Plattformen verschiedene Verfahren haben. Und bei manchen muss man schon das juristische Staatsexamen haben. Das war der Fall, den du angesprochen hast bei Twitter. Und das ist auch ein weiteres Problem in der Debatte, dass es so divergent ist. Und wie gesagt, bei YouTube ist es ganz anders als bei Facebook und dann wieder bei Twitter. Und ich glaube, das ist auch nochmal, vielleicht gebe ich das nochmal in die Debatte, wenn dann die Zahlen kommen werden, dann weiß ich jetzt schon gar nicht, wie ich das einordnen soll, weil wenn ich so einen Vorraum wahrnehme, dann wird es verschiedene Verfahren geben. Also das, was Google macht oder was bei YouTube ist, ist wirklich sehr vorbildhaft. Also das würde ich auch richtig loben, das ist gut, aber alle anderen machen was anderes. Und da könnte man nein, und da könnte man auch noch mal überlegen, wenn wir jetzt Zahlen haben, dann wird wieder damit gearbeitet. Aber die Frage, die ich mich dann stelle, okay, was ist mit diesem Vorraum und wer hat eigentlich vorher schon aufgegeben? Wir wissen gar nichts darüber und jeder hat so sein eigenes Paketchen da gepackt im Auftrag von dem NetzDG. Und das wäre auch noch eine weitere Kritik, warum ich denke, es bringt den Betroffenen wenig und die Zahlen, die wir haben, die sagen noch weniger darüber aus. Ja, absolut. Ich würde jetzt mal einen Cut machen, wenn wir schon einer hier den Tag gemacht haben, auf Deutsch übersetzt sich das schlecht. Ich denke, wir können die Diskussion im Anschluss noch weiterführen. Ich möchte mich an der Stelle ganz herzlich bedanken bei euch Fünfen, aber natürlich auch bei euch allen, dass ihr so lange ausgehalten habt. Ich hoffe einfach, dass wir mit oder ohne NetzDG Wege finden, den Hass in seine Grenzen, in seine Schranken zu weisen. Zumindest für heute Abend, glaube ich, ist hier eher noch ganz viel Liebe im Raum. Vielen Dank.